Der Paul Holzapfel ist Jahrgang 1958, lebt und arbeitet in Wien und kennt aufgrund seiner Tätigkeit viele Brezeln in Wien und in anderen Städten. Seine Vorliebe bei den Motiven gilt den Gebäuden und technischen Geräten. Man sieht es hier im Raum, wo die Bilder hängen. Beides, sowohl Gebäude als auch Geräte, wurden von Menschenhand geschaffen. Durch sein geschultes Auge kann er bei vielen Gebäuden schon von außen auf ihr Innenleben schließen. Er sieht an den Portalen, an den Toren und an den Fassaden, wie es dahinter aussieht. Ob noch Leben die Gebäude erfüllt oder ob sich bereits der Verfall breit gemacht hat. Paul Holzapfel blickt mit seiner Seele in die Gebäude hinein und lässt den Betrachter seiner Bilder an der Schau teilhaben. Der Kreative widmet sich inzwischen seit über 30 Jahren der Malerei und ist im Hauptberuf als Stadtplaner tätig. Bilder von ihm sind inzwischen nicht nur in ganz Europa, sondern auch in Großbritannien und in den USA zu finden. Kennzeichnend für seine Werke sind die farbenfrohen Flächen, die detailreiche Ausarbeitung und die Einbindung auf karikaturartige Elemente. Neben der Airbrush-Mischtechnik setzt sich der Künstler auch mit den Maltechniken Aquarell, Acryl und Linolschnitt auseinander. Produktion von Kunstkalendern, Buchautor und Kursleiter. Oh, wir stehen vor einem Federtier, einem Hahn. Der Künstler steht neben mir. Was ist das für ein Stil? Welche Farben werden verwendet? Naja, das ist eigentlich Aquarelltechnik, allerdings von mir ein bisschen abgeändert, weil das ist mit Acryltusche das gemalt, hat aber eigentlich die Eigenschaften wie Aquarellfarben und das habe ich heuer im Sommer probiert einmal, auf Leinwand ist das und ist eigentlich, finde ich, noch besser wie Aquarell, richtiges Aquarell, weil die Farben sehr stark rauskommen. Ne? Ich sehe, wenn man sich die anderen Bilder anschaut, das ist ziemlich unterschiedlich, aber es sind vor allem sehr viele Landschaften, Städte. Ist das eigentlich das Hauptziel der Malerei? Naja, ich male im Sommer male immer die Aquarelle und die male ich im Freien. Da verbinde ich immer Natur, Licht, Sonne und da fließt immer das ganze Gefühl ein. Und da kann man im herrlichen Sommer dann eben in den Kellergassen malen oder eben auch in den Städten. Meistens habe ich auch Städte gerne. Und das bietet sich natürlich dann an. Ja. Aber ich habe auch Airbrush-Bilder, die male ich im Winter dann, die kann man allerdings nur im Atelier malen. Und da male ich dann auch ganz unterschiedliche Sachen. Ja. Also auch Technik, Gebäude, Menschen, auch Porträts, also ganz unterschiedlich. Also man sieht, es ist ein ziemlicher breites Programm der Malerei, was man da so sieht. Wie kommt man zur Malerei? Naja, ich habe eigentlich schon immer gemalt, das ist aber so im Militärzeit ist das dann eher im Hintergrund gewesen, auch in der Schulzeit. Und ich habe dann erst wieder begonnen, wie ich dann zum Arbeiten angefangen habe, eben nach dem Bundesheer. Und dann habe ich eigentlich einmal so diese Airbrush-Technik entdeckt, da war ich bei einer Kunstmesse und das hat mich gleich fasziniert und eigentlich das war so Anfang der 80er Jahre. Und da habe ich mit Airbrush eigentlich angefangen, also Aquarell male ich erst seit 15 Jahren ungefähr. Das ist nämlich es ist interessant, mit Airbrush beginnen, dann zum Aquarell wechseln. Hat das irgendeinen Grund gehabt? Naja, da bin ich durch meine Freundin bin ich da hingekommen, der habe ich einen Kurs geschenkt. Und so bin ich wollte eigentlich nie Kurse machen. Ja. Das war auch mein erster Kurs überhaupt, den ich besucht habe. Und so bin ich eigentlich zum Aquarell gekommen. Ja. Aber wie gesagt, das Aquarell ist ein ganz anderer Gegensatz. Das ist wie Tag und Nacht. Ja. Man beginnt also ganz anders mit hellen Farben zu dunkel. Beim Airbrush ist es umgekehrt. Und beim Aquarell weiß man nie genau, was sich vorher ergibt. Ja. Das ist eher fast zufallsartig. Ja. Beim Airbrush weiß ich genau, so und so wird das ausschauen. Das kann man beim Aquarell nie genau sagen, weil sich die Farben eben zerlaufen und das anders verhält. Hm. Also wenn man sich so anschaut, ich glaube, das ist ein ganz tolles Ambiente bei Brixrack, da passt es einfach zusammen, da ist alles so stimmig, nicht? Kunst und Einrichtung, ich glaube, das passt da wirklich wunderbar zusammen. Also das ist wirklich, der Rahmen ist hervorragend. Ja. Also in Wien gibt es selten so ein schönes Einrichtungshaus, ja. Also bis auf die Großen, aber die sind eher alle doch auf nüchtern. Aber ich muss sagen, ich habe jetzt 2007 habe ich das erste Mal ausgestellt in Wien.
Das nennt sich Feuerhaus. Das ist also in der Gundendorfer Straße gegenüber dem Café Sperl. Und das hat eigentlich ein ähnliches Ambiente wie da. Das ist so galerienartig. Und Feuerhaus deshalb, weil dort Kaminöfen werden dort verkauft und so spezielle Öfen halt. Aber vom Ambiente ist es ähnlich auch wie da, ja. Gut, Einrichtung und Malerei, das passt ja wirklich zusammen, das gehört ja irgendwo zusammen. Und das ist vielleicht auch ein ganz guter Tipp für die Leute, dass sie sich das anschauen, die Bilder. Ich glaube, es ist was Selbstgemahlenes schöner, wenn man das in der Wohnung hängen hat oder von einem Maler gemahlenes, wie wenn man sich so einen Druck irgendwo kauft. Ja, Leute, heutzutage gehen die Leute halt alle ins Einrichtungshaus, kaufen sich dort einen billigen Druck. Also leider ist das halt immer weniger geworden jetzt, dass sie sich Originale kaufen. Aber ich versuche auch meine Bilder sehr bunt zu machen und sehr freundlich und versuche den Menschen, die dann ein Bild kaufen, auch einen positiven Eindruck zu geben, ja. Also was Positives mitzugeben. Also liebe Zuschauer, das nächste Mal nicht ins Einrichtungshaus das Bild kaufen, sondern zum Künstler, wie zum Beispiel von unserem Künstler. Ja, also habe auch ein Buch jetzt aufgelegt, das kann man auch mitnehmen. Gibt es auch bei der Firma Bösner zu kaufen, zu ersteigern. Also auch mit Aquarellen und dann mit einem Airbrush-Grafiken eben. Wäre vielleicht auch ein passendes Weihnachtsgeschenk, eine Anregung, ja. Genau, es ist ja nicht mehr so lang hin. Ja, sind wir mehr 12 Wochen, ja. Dann sage ich schon recht herzlichen Dank und viel Erfolg für die zukünftige Schaffensphase. Besten Dank, ja. Danke. Ja, der Bürgermeister hat es doch noch geschafft zur Vernissage, trotz vollen Terminkalender. Ist aber, glaube ich, eine tolle Sache da bei Brixrack. Ja, leider, ich habe andere Verpflichtungen am Nachmittag gehabt. Jetzt ist es ein bisschen später geworden. Aber ich bin sehr begeistert davon, in Räumlichkeiten auch, dass sie es zur Verfügung stellen für Vernissagen, für kulturelle Veranstaltungen. Ich glaube, diese Symbiose mit dem doch sehr noblen Geschäft, wenn ich das so sagen darf, mit der Kultur und Kunst, ist natürlich eine sehr geglückte Kombination. Das freut mich sehr und man sieht, die Veranstaltungen hier haben immer großen Erfolg. Ist ja doch ein sehr erfolgreiches Unternehmen da in Deutsch-Wagram und die Künstler, die sind ja auch bekannt, weit über die Grenzen von Deutsch-Wagram hier. Ja, wir haben da sehr viele verschiedene Künstler, die Strahlkraft haben, weit über Deutsch-Wagram hinaus, so wie heute auch. Und über das Geschäft sind wir sehr, sehr froh, wenn es noch Geschäfte gibt, die wirklich mitten im Ort platziert sind, die auch als Nahversorger für einen gewissen Bereich dienen. Und ja, sind wir sehr, sehr froh, dass es solche Geschäfte gibt. Wir würden uns noch viele mehr wünschen in den einzelnen Sparten. Also da sind wir, auch das ist eine positive Sache. Und wie gesagt, diese Kombination Kunst und diesem Geschäft ist eine geglückte Kombination. Das ist doch der eigene Charme, den Deutsch-Wagram durch solche Sachen hat. Ja, natürlich, und wir haben uns da auch einen sehr guten Ruf erarbeitet mit unseren Ausstellungen, und wir haben hier einen sehr regen und aktiven Kulturstadtrat, und wir haben auch sehr viele verschiedene Veranstaltungsörtlichkeiten, ob es das Napoleon-Museum ist, ob es Geschäfte sind. Wie gesagt, es gibt da ganz viele, in der Kirche ist sogar manchmal etwas, in der Betriebsgesellschaft Machfeldkanal. Es gibt also ganz viele verschiedene Ausstellungsorte und Veranstaltungsorte, und ich glaube, das macht es auch aus, dass jede Veranstaltung einen eigenen Charisma bekommt, einen eigenen Charme, einen eigenen Stil bekommt, und natürlich mit den unterschiedlichen Künstlern ist das eine tolle Sache. Also langweilig können in Deutsch-Wagram kaum werden. Wenn man die Angebote wahrnimmt, dann sicher nicht. Dann sage ich schon danke. Bitte gerne. Wir haben jetzt die ganze Zeit Künstler da gehabt, den Bürgermeister auch. Und jetzt haben wir einen anderen Künstler, nämlich in Sachen Einrichtung. Ein großes Unternehmen da in Deutsch-Wagram. Hat ziemlich einen großen Marktanteil, glaube ich auch, ne? Die Firma Brixrack. Also Marktanteil weiß ich nicht, aber wir sind unter die 8 größten Bodenleger oder Belagsverleger, was ich jetzt gehört habe, das hört sich besser an, von Österreich. Also wir machen große Flächen und sehr viele Wohnungen, also ganz genau 2.500 pro Jahr. Und wir machen jetzt seit ein paar Jahren schon, sind wir sehr stark beim Sonnenschutz. Und was mir bei euch so gut gefällt, dass diese Vernissagen, das ist stimmig. Das passt einfach wirklich zusammen und macht Spaß, wenn man da herkommt. Ich glaube, das sechst du auch so, ne?
Ich habe das vor 3 Jahren noch nicht gewusst, dass das gibt. Es hat sich jetzt so entwickelt und es ist eigentlich sehr gut, weil die Künstler suchen eigentlich eine Fläche, dass sie ausstellen können. Sie suchen einen Rahmen. Wir haben an und für sich den Rahmen und wir sind froh, wenn das Geschäft voller Leute ist. Das ist für uns wichtig. Und jetzt wollen wir eine Geschichte hören, weil wir sind zwar nicht live, aber es ist fast wie live. Wir haben da gehört, da gibt es eine ganz tolle Geschichte zu der Firma. Ne? Ja, nein, das Tolle ist das. Ich hab einmal vor langer Zeit ein Haus gehabt und da war es noch die Firma Rack. Und da haben wir die Böden, diese Laminatböden machen lassen und die Vorhänge halt gekauft. Und irgendwann war jetzt das Haus weg und ich bin in eine Wohnung gezogen. Und der Herr, der vorher drin gelebt hat, war 2 Jahre oder was drinnen und der hat mir dann die ganzen Unterlagen, der hat so viele Änderungen machen lassen in der Wohnung. Unter anderem habe ich gelesen, Bricksrack Böden. Laminatböden in der ganzen Wohnung. Jetzt habe ich dort 13 Jahre gewohnt, jetzt bin ich übersiedelt. Wieder Bricksrackböden, ne? Das ist aber schlimm. Ne? Jetzt habe ich, nein, jetzt sind Parkettböden drinnen, das okay, ist okay. Aber jetzt habe ich gehört, dass die Firma Bricksrack Sonnenschutz macht, außen Jalousien oder Markisen oder wie Rollläden. Und jetzt bestelle ich halt meine Rollläden da. Also da kann man sagen, Treue bis vom Fußboden bis zum Sonnenschutz. Wenn sie dann noch Urnen machen, dann wird mein Aschen. Ich verspreche, wir machen keine Urnen, wir bleiben beim Sonnenschutz und beim Boden. Genau, weil das beherrscht es tadellos. Und dann sage ich schon recht herzlichen Dank und ich freue mich schon auf die nächste Vernissage. Danke sehr. Die Runde hat sich nicht aufgelöst, es ist wer dazugekommen, eine Künstlerin, die schon hier auch in Deutsch-Wagram und sonst schon häufig ausstellt, und zwar in Sachen Ikonen. Und jetzt meine Frage, wie kommt die Ausstellung? Diese Ausstellung, sehr beeindruckend, gute Arbeit, gute Qualität und wie man es gewöhnt ist in diesem Haus, muss ich sagen. Ein sehr kunstverwöhntes Haus. Ich war schon 2 Mal da und komme gerne wieder, wenn es das Haus herzulässt. So. Hat ein eigenes Ambiente da. Das. Ja, es ist sehr, sehr schön. Also. Jetzt wurde mir aber verraten, dass Sie nicht nur wunderbare Ikonen machen, sondern auch herrlich Witze erzählen können. Bevor ich nicht Ikonen male, fresse ich Anemonen, Karl. Also. Schüttelverse sind. Du musst den Kopf nur leer machen, dann kann das Zwerchfell mehr lachen. Ja, ich kann gut Witze erzählen und wenn Sie wollen, fällt mir einer ein. Und zwar, da waren 2 jüdische Kompagnons, ein Galizianer und ein Rumäne. Und der Rumäne geht auf Sommerfrische und am nächsten Tag ruft ihn der Galizianer und sagt, stell dir vor, das Safe ist aufgebrochen, das ganze Bargeld ist weg, was soll ich tun, sagt der Kollege. Leg's zurück. Naja. Aber der allerbeste, den ich mir nicht zu erzählen traue, aber ist doch noch 2 Sekt, traue ich mich. Ein Mann sagt seinem Freund, was gibst du mir für meine Frau? Sagt der Freund, nix, sagt der Abgemachte. Beste, gell? Also jetzt kann man wirklich sagen, nicht nur herrliche Ikonen, sondern auch wunderbare Witze. Einen noch? Ja, einer. Ein Mann kommt zum Rabbi und sagt, was soll ich tun? Ich komme nach Hause und sehe meine Frau mit dem Kompagnon auf der Couch. Was soll ich tun? Da schmeißt die Frau hinaus. Nein, ich liebe sie, ich kann sie nicht rausschmeißen. Schmeißt den Kompagnon hinaus. Das geht auch nicht, der hat die ganze Kartei, der macht sich selbstständig und ruiniert mich. Dann kann ich da nicht helfen. Er geht fort. Nach 14 Tagen kommt der Rabbi. Ich habe eine geniale Lesung gefunden. Ich habe die Couch rausgeschmissen. Ja, also da gibt es nicht nur Bilder, es gibt Humor und man fühlt sich wohl bei der Firma Bricksrack. Dankeschön. Erstaunenswert, was man so schreibt. Also wie gesagt, aus den 50er, 60er Jahren dürfte es sein, Vorschrift Nummer 49-BA-Post 54-1307. Definition der Begriffe Wertsack, Wertbeutel, Versackbeutel, Wertpaketsack. In Dienstanfängerkreisen kommt es beim Personal der Versackstelle immer wieder zur Verwechslung an den Begriffe
Wertsack, Wertbeutel, Versackbeutel, Wertpaketsack. Um diesem Übel abzuhelfen, wurde das vorliegende Merkblatt erstellt und ist in der Vorschrift 49-BA-Post 54-13-07 vorzuheften. Der Wertsack ist ein Beutel, der aufgrund seiner besonderen Verwendung im Postbeförderungsdienst nicht Wertbeutel, sondern Wertsack genannt wird, weil sein Inhalt aus mehreren Wertbeuteln besteht, die in dem Wertsack nicht verbeutelt, sondern versackt werden. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass die zur Bezeichnung des Wertsackes verwendete Wertbeutelfahne auch bei einem Wertsack mit Wertbeutelfahne bezeichnet wird und nicht etwa mit Wertsackfahne, Wertsackbeutelfahne oder Wertbeutelsackfahne. Sollte sich bei der Inhaltsfeststellung eines Wertsackes herausstellen, dass in einem Wertsack versackter Versackbeutel statt im Wertsack in einen der im Wertsack versackten Wertbeutel versackt hätte werden müssen, so ist dies in die in Frage kommende Versackstelle unverzüglich von diesem Vorfall zu benachrichtigen. Nach seiner Entleerung wird der Wertsack wieder zu einem Wertbeutel und dieser ist auch mit der Wertbeutelzählung nicht als Wertsack, sondern als Wertbeutel.